bin Maria Fiebrand und ich bin seit 1. März, also noch fast ganz frisch, als wissenschaftliche Referentin der Gedenkstätte Groß-Schweidnitz eingestellt und auch noch für die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der Gedenkstätte zuständig. Ich beschäftige mich schon lange mit dem Thema NS-Krankenmord. Schon während meines Studiums, also ich habe Geschichte studiert, war ich in Pirna-Sonnenstein als studentische Mitarbeiterin tätig, habe mich dann auch im Rahmen meiner Promotion mit einem ähnlichen Thema beschäftigt. Und seit 2014 bin ich im Verein Gedenkstätte Groß-Schweidnitz und habe die Gedenkstättenkonzeption mitentwickelt und dann auch das Drehbuch für die neue Ausstellung entwickelt und freue mich, dass jetzt relativ bald die neue Ausstellung auch eröffnet werden kann. Im Moment sind wir noch bei der Vorbereitung der neuen Ausstellung. Wir sind mit den Ausstellungsmachern im Gespräch. Die Vitrinen müssen eingerichtet werden, die letzten Texte müssen abgestimmt werden. Und wenn das dann alles steht, können wir im Mai die Gedenkstätte eröffnen und dann auch Schulklassen hier begrüßen. Wir werden natürlich auch weiterhin an der Aufarbeitung, also der Erforschung der Krankenmorde zu tun haben. Wir sind Anlaufstelle für Angehörige und werden natürlich auch kleinere Ausstellungen und Veranstaltungen hier vor Ort durchführen. Also mir ist wichtig, dass die Menschen, die hier zwischen 1939 und 1945 ermordet wurden, aus der Vergessenheit geholt werden. Also wieder sichtbar sind, wieder in das Gedächtnis gelangen und dass wir diese Morde aufarbeiten. Wie konnte es dazu kommen? Welche Ausgrenzungsmechanismen haben gewirkt? Und gibt es vielleicht auch noch Vergleichspunkte zu heute? Stellen wir uns heute noch Fragen, die in Bezug zur Vergangenheit stehen? Also nicht nur Sterbehilfe, was ist mit bioethischen Fragen wie Triage oder pränataler Diagnostik? Also welche Fragen stellen wir uns heute noch? Welche sind für uns noch wichtig und was kann uns die Geschichte dazu erzählen?